In der Sektion Wurzeln zeigen wir zwei Frühwerke von Leonardo aus der Zeit, als er sich von seinem Lehrer Andrea del Verrocchio emanzipierte. Das ist einmal die Verkündigung an Maria, die Sie hier sehen, also eines der frühesten Hauptwerke von Leonardo, ein Tafelbild, was aus dem Kloster San Bartolomeo in Florenz stammt und dessen Original sich heute in den Uffizien befindet. Und wir zeigen andererseits auch eine Federzeichnung einer Flusslandschaft. Hier in der Verkündigung an Maria entfaltet Leonardo eine biblische Erzählung. Sehr schön für unsere Ausstellung, in der es ja ums Lesen geht, ist eben dieses wunderbare Lesepult, an dem Maria sitzt und hier eben im Akt des Lesens gezeigt wird. Wir wissen auch sehr genau, was sie liest. Sie liest einen alttestamentarischen Bibelvers des Propheten Jesaja, in dem die Geburt des Erlösers durch eine Jungfrau geweissagt wird. Also genau das, was ihr der Engel jetzt tatsächlich realiter eben auch verkündigt. Sehr schön in diesem Gemälde ist auch, dass wir also wirklich alle Interessen von Leonardo da Vinci, also seine künstlerischen Interessen, hier zusammenfinden. Also einerseits die perspektivische Darstellung, die Landschaftsdarstellung und dann sehr schön auch seine Interessen für botanische Darstellungen. Und sehr schön dann im Vordergrund innerhalb dieser Mauern des Hortus Conclusus, des eingeschlossenen Gartens, diese botanisch genauen, korrekten Porträts von Pflanzen, die auch wiedererkennbar sein müssen, denn sie sind symbolisch auf Maria, auf die Jungfräulichkeit Mariens bezogen. Aber man sieht hier eben auch ganz schön die botanischen Interessen Leonardo da Vincis, die er später dann in seinen wissenschaftlichen Studien noch viel stärker ausbaut, sich dann aber von den motivischen Studien eher abwendet und strukturellen Pflanzenstudien beziehungsweise dem Wachstum von Pflanzen in seinen Studien nachspürt. Diese Federzeichnung aus dem Gabinetto di Segni e Stampe der Uffizien in Florenz zeigt eine Flusslandschaft in Vogelperspektive. Und das ist die erste fest datierte Zeichnung Leonardo da Vincis, die wir besitzen. Also wir sehen hier oben, hat der Künstler in seiner charakteristischen Spiegelschrift das Datum eingetragen, und zwar datiert auf den Tag von Maria Schnee. Das ist der 5. August 1473. Einige Forscher gehen davon aus, dass das Ganze gezeichnet wurde in der Nähe von Leonardos Heimatstadt Vinci. Allerdings sehen wir hier vorne im Vordergrund so sehr dramatisierte Felsformationen, und die gibt es in der Umgebung von Vinci so nicht, sodass wir vielleicht doch eher davon ausgehen sollten, dass es sich hier um ein sogenanntes Pasticcio handelt. Das heißt also um ein Idealbild, was aus verschiedenen Versatzstücken aus der Erinnerung des Künstlers zusammengesetzt wurde. Interessant auch, dass Wasser in ganz unterschiedlichen Aggregatzuständen hier in dieser Zeichnung wirklich eine ganz große Rolle spielt. Also das fängt schon an mit dem Titel Maria Schnee und setzt sich dann fort über diese Wasserfälle hier im Vordergrund. Dann haben wir hier im Hintergrund eine bonifizierte Sumpflandschaft. Das heißt also, der Mensch hat hier in die Landschaft schon eingegriffen. Man sieht hier noch so ein Gitter von Entwässerungskanälen. Und es ist also ganz klar, dass für Leonardo Wasser eben der große Gestalter der Erde und der Erdoberfläche ist. Sehr schön im Zusammenspiel der Verkündigung und dieser Landschaftsdarstellung ist eben die Bandbreite von Leonardos Kunst in dieser Zeit. Also wir haben auf der einen Seite ein Auftragswerk, das eine biblische Historie, eben die Verkündigung darstellt, und auf der anderen Seite dann diese sehr persönliche Zeichnung, in der
Leonardo dann eher seinen persönlichen Interessen nachgeht. Also eine Beschäftigung, die er dann später in seinem Leben noch intensivieren wird. In dieser Installation geht es um die Zeichenpraxis in den Florentiner Künstlerwerkstätten des 15. Jahrhunderts, also genau in der Zeit, in der Leonardo seine Ausbildung in der Werkstatt von Andrea del Verrocchio erfahren hat. Und wir sehen hier im Zentrum eine Draperiestudie von Leonardo. Wir wissen von Leonardos frühem Biografen Giorgio Vasari, dass Leonardo nach in Gips getränkten Stofflappen gezeichnet hat, und zwar ebenfalls wieder auf Leinwand. Das heißt also, dass hier der Bildgegenstand gleichzeitig auch das Bildmedium ist. The medium is the message, sozusagen. Wir sehen zwei weitere Zeichnungen, nicht von Leonardo, sondern von Maso Finiguerra, ein Goldschmied, der eine Werkstatt in Florenz unterhielt, just in der Zeit, in der eben Leonardo auch seine Ausbildung erhielt und der uns eben einen sehr lebendigen Eindruck von dieser Werkstattpraxis und von dieser Zeichenpraxis in den Werkstätten gibt. Und wir sehen hier einen Werkstattgehilfen, der in so ein Zeichenbüchlein zeichnet oder notiert, und eine spätere Hand hat darunter festgehalten, wo essere un buono disegnatore e vo diventare un buono architettore. Das heißt also, ich will ein guter Zeichner sein und ich will ein guter Architekt werden. Also wirklich, das zeigt diesen Anspruch, der eben auch hinter dieser Ausbildung steht. Das praktische Zeichnen war das eine. Dazu kam aber auch eine theoretische Ausbildung, die im Laufe des 15. Jahrhunderts eben immer wichtiger wurde. Und das war die theoretische Ausbildung mithilfe von Werkstattbüchern und dann auch von Traktaten. Und auch Leonardo hat ja selber einen Zeichnungstraktat, einen Malereitraktat begonnen, ihn dann aber wie so vieles in seinem Leben nicht vollendet. Das oblag dann seinem Schüler Francesco Melzi, und gedruckt, publiziert wurde das Buch dann erst 1651. Auf diesem Tisch sehen wir den Auszug eines sehr kleinformatigen Manuskripts von Leonardo, des sogenannten Manuskript I, das im Institut de France in Paris aufbewahrt wird. Und wenn wir uns diese Seite hier anschauen, dann wissen wir zunächst erstmal nicht, was Leonardo hier eigentlich tut. Wenn wir jetzt genauer hingucken, sehen wir hier so eine ganz charakteristische Honigwabenstruktur. Und diese finden wir auch auf diesem Abguss wieder. Bei diesem Abguss handelt es sich um ein Paläodiktion, eine Leihgabe aus dem Naturkundemuseum in Berlin. Und sie stellt die Wohngänge eines vorzeitlichen Meereswurmes dar. Und wenn wir das Manuskript anschauen, sehen wir, dass eben Leonardo dieses Wesen auch schon bekannt war und dass er es eben als Fossil studiert hat. Leonardo hat sich mit Muscheln und vorzeitlichen Meereswesen intensiv beschäftigt. Er hat ausgehend von diesen Untersuchungen sehr scharfsinnige Theorien entwickelt. Er hielt diese Fossilien eben nicht für Relikte aus der Zeit der biblischen Sintflut, wie das damals üblich war. Leonardo lehnte also diese Theorie der biblischen Sintflut ab, beschäftigte sich dann aber gegen Ende seines Lebens doch auch mit Überflutungskatastrophen oder mit großen Wetterkatastrophen, und zwar einerseits in Form von Texten, also er hat Beschreibungen solcher Katastrophen verfasst, und andererseits auch sehr eindrückliche Zeichnungen angefertigt. Und eine solche Zeichnung sehen wir hier. Interessant dabei ist, dass es ihm hier, anders als in der biblischen Erzählung, eben nicht um menschliche Akteure geht. Die sehen wir hier nur am Rande, sondern es geht ihm wieder, wie in seinen wissenschaftlichen Studien auch, um Turbulenzen,
um Aufruhr von Elementen, um Turbulenzen, von Rauch, von Gesteinsformationen, von Wassermassen, also Natur in Bewegung, aber nicht Heilsgeschichte. Genauso wie Leonardo da Vinci besaß auch Hartmann Schedel, der Verfasser dieser Weltchronik, eine umfassende Privatbibliothek, auf der letztlich auch dieses Buch beruht. Wenn wir uns diese Florenz-Ansicht anschauen, dann können wir dort auch einige Gebäude erkennen, die unmittelbar im Zusammenhang mit Leonardos Leben in Verbindung stehen. Wir sehen einerseits die Stadt umgeben von den mittelalterlichen Stadtmauern, dann jenseits der Stadtmauern auf den Hügeln, auf der anderen Seite das Arno, die Stadt Fiesole. Das ist der Ort, an dem Leonardo seine legendären Flugversuche unternommen hat. Dann innerhalb der Stadtmauern bedeutende Klöster, die Leonardo auch benutzt hat, vor allem deren Bibliotheken, also ganz prominent hier im Vordergrund das Kloster von Santa Maria Novella mit der Renaissance-Fassade von Leon Battista Alberti. In diesem Kloster hat Leonardo gelebt und gearbeitet. Dort hat er seine Entwürfe für die Anghiari-Schlacht gezeichnet. Dann sehen wir im Zentrum der Stadt, hier leider etwas überschnitten durch den Buchfalz, den berühmten Florentiner Dom. Dann haben wir hier den Arno, der die Stadt durchfließt. Und in der Mitte als berühmteste Brücke den Ponte Vecchio, der eben beide Stadthälften miteinander verbindet. Hier direkt neben dem Ponte Vecchio dann der Palazzo della Signoria, später auch als Palazzo Vecchio bezeichnet. In diesem Palazzo, in der Sala dei Cinquecento, hat Leonardo die berühmte Anghiari-Schlacht begonnen, aber leider nicht fertiggestellt. In diesem Bereich noch nicht zu sehen, weil damals noch nicht errichtet, denn sie wurden erst später von Giorgio Vasari, dem frühen Biografen Leonardos, errichtet, sind die Uffizien, wo heute einige der berühmtesten Gemälde Leonardos verwahrt werden, unter anderem eben seine Verkündigung an Maria.